Hallo Freunde der Spielkultur und willkommen bei Battletech. Endlich darf ich zeigen, heute, es sollte glaube ich so gegen 16 Uhr sein, ich muss nachher nochmal die Embargo-Zeiten gucken, aber ich habe schon ein wenig gespielt gehabt in der Zwischenzeit, seitdem ich Battletech halt spielen darf und kann vorneweg sagen, es ist ein gutes Spiel geworden. Wir werden aber direkt in die Kampagne starten, nur mal ein bisschen Hintergrundwissen. Das Intro, wo es der erste Part des Let's Plays geworden ist, zeigt so ein wenig, ja, dass wir uns im Bürgerkrieg befinden. Der Herrscher ist tot. Es gibt an sich eine Thronfolgerin, die Feudalherren, die sich gebildet haben, wieder zusammenführen kann. Da ist sie gerade übrigens im Hintergrund. Diese wird aber fliehen müssen und letztendlich dann, ja, wie soll man sagen, versuchen mit einer Söldnertruppe und durch Verbindung mit den Feudalherren wieder an die Macht zu kommen. Das dauert alles seine Zeit, ist aber insgesamt sehr cool zusammengepackt. Und jetzt starten wir einfach die Kampagne nach einer Minute reden. Und es wird erstmal zwei Missionen, die halt so diese Vorgeschichte erzählen und das Spiel ein bisschen näher bringen. Und da ich das schon ein bisschen gespielt habe, kann ich dazu auch ein paar Sachen erzählen. Interface und alles ist aktuell Englisch only, aber ich denke mal, dass eine deutsche Lokalisierung in einigen Wochen kommen wird, weil es sind schon sehr viele Story-Elemente und Texte, die hier drin sind, die man besser vielleicht in Zukunft in Deutsch sehen will, deshalb werde ich mich da auch so ein bisschen durchhangeln. Sinngemäß wird, sag ich mal, alles übersetzt. I am Kamea of House Arano, High Lady of the Aurigan Reach, Protector of Coromadir, and the Sword of Restoration. But I am not a hero, no matter what the stories say. A hero would have sacrificed more, compromised less. A hero would have done better. You know this, of course. You were there. My father used to tell me stories about the ancient times, about the Star League, a golden age of prosperity, upheld by the great mech warriors of old, guardians of the innocent, protectors of the peace. I always dreamed of following in their footsteps. I was too young to see the truth of things. After all, it wasn't heroism or a noble cause that won me the throne. It was hiring a mercenary, skilled enough, perhaps ruthless enough, to carry the day. Hiring you. I still don't know if you fought for honor or for the thrill of it, for belief in my cause, or just in my money. But whether it was your noble heart or mercenary mind, your actions gave us hope. That makes you a hero in the eyes of history. Whether you believe it, that's up to you. Hat mir eine Träne ins Auge gerieben. Da ist mir schon die Geschichte über Arrogance, also das Reich, also die Königin blickt zurück und sagt halt, dass wir, ja, weshalb auch immer wir gekämpft haben, nur wegen dem Geld oder wegen der Ehre, wir werden als Helden gefeiert. Und im Jetzt geht's halt storymäßig los. Wir sind in der Außenwelt, beziehungsweise in einer relativ weit entfernten Welt, in dem Reich von Aurigan. It's the home of Aurigan Koalition, Federation organized around the Parliament Monarchy and ruled by the Aranov-Familie. Also die Familie ruht halt in der parlamentarischen Monarchie zurzeit, beziehungsweise hat die Herrschaft inne. Und seit drei Generationen besteht die Herrschaft halt im Moment und sorgt für Frieden. So, aber einige Dekaden zurück wird meine Familie von irgendeinem Haus bestimmt.
Hier gibt es doch auch das Haus Steiner. Aus dem Lyran Commonwealth. Und das Haus Steiner kennt man, wenn man früher MechWarrior gespielt hat. Und deshalb werde ich das Haus Steiner auch spielen. Generell gibt man dadurch die Möglichkeit, ein paar Dialogtexte zu beeinflussen, indem man früher halt einem anderen Haus angehört hat. Aber wir sind ja letztendlich auch nur Menschen. So, ich bin a noble birth, beziehungsweise noble ist ja reich. Also ich bin reich geboren, wenn ich das richtig sehe. Ich glaube, das kann ich nicht verändern an der Stelle. So. Wer... Ah ne, stimmt gar nicht, oder? Bis zu meinem 16. Geburtstag. Ne, nach dem Tag meines 16. Geburtstags. Dann ist Folgendes passiert. Ich wurde verbannt, dann kriege ich +1 Gunnery und Tactics. Ich bin ja selbst ein Mech-Warrior-Pilot. Und deshalb habe ich sowas wie eine eigene Geschichte. Taktik oder Guts, Piloting oder Guts oder Gunnery und Guts. Ich werde mich mal für Gunnery und Tactics entscheiden und da ich halt verstoßen wurde. So, auf mich allein gestellt, habe ich mich zu folgendem Leben berufen gefühlt. Ich werde Pirat, Gladiator, Inner Sphere Mercenary, also ich habe mich einer Söldnertruppe schon angeschlossen, wodurch ich mehr Taktik bekomme, Frontier Freelancer oder Merchant Guard, wodurch meine Pilotenfähigkeiten besser werden. Aber ich werde Aurigan Koalitionssoldat. Und bekomme dadurch etwas mehr Gunnery. Also ich bin besser mit den Waffen. Nach einigen Jahren treffe ich Raju Mast Chief Montgomery. Der wird mich übrigens einführen jetzt in die Benutzung meines Mechs gleich. Das ist so gesehen mein Trainer. Mein Call Sign ist natürlich Dr. Proof. My first name Pascal. Und my last name... Machen wir es einfach so. Wie sehe ich denn aus? Man kann es auch ein bisschen customizen, aber man muss sich erstmal für ein Grundgesicht entscheiden. Das sieht doch schon mal ganz nett aus. Dann machen wir ein bisschen anderes Make-up. Ist jetzt nicht das Beste, das Pilotengesicht vom Aussehen, aber es ist vollkommen ausreichend. Verpassen wir noch mir ein vernünftiges Tattoo. Kein Schmetterling, bitte. Das wird doch alles von den Haaren verdeckt. Das sind alles irgendwie so nicht Stern-Tattoos, sondern Stirn-Tattoos. Wie man das Spiel verpassen will. So. Ein Schlitzer auf der Wange. Von welcher Seite wird unser Gesicht bestrahlt? Wir können auch unsere Kleidung farblich ändern. Beziehungsweise was wir tragen. Hairstyle. Was ist die imperiale Mähne? Das nicht. Das auch nicht. Inzwischen kann ich aus meinen Augen rausgucken. Machen wir mal den Curly. A-Browns. Oder oh, die A-Browns der Fragen. Er sieht sehr fraglich aus, so. Nehmen wir mal die buschigen. Drei-Tage-Bart. Der Ausdruck. Ganz normal nach vorne. So, die Haare können ruhig ein bisschen brauner werden.
Oh, man kann richtig schön sich die Extensions da reinmachen. So, Augen bitte grün. Eher so ein Grün. Mein Skin Tone. Gamerbräune. Lippen bitte ohne alles. Make-up. Habe ich, glaube ich, nichts. Und eine Kameraposition. So, und das sind die Editiermöglichkeiten für sein Alter Ego. Jetzt sehen wir nochmal genau, wie unser Charakter aufgebaut ist. Gunnery 4, Piloting 2, Tactics 3, Gut 2. Also bin ich einen Pronounce She. Oh, jetzt sag nicht, ich muss alles nochmal auswählen. They, he, danke. Ich sollte schon ein Mann sein. Confirm. Und jetzt geht's in die erste Mission. Noble ist nicht reich, sondern Noble ist aus gutem Hause. Sowas wie adelig. Übrigens, es geht darum jetzt geschichtlich, ich spreche mal dazwischen, weil keiner redet, dass man versucht, die Stabilität wiederherzustellen, ohne dass eine Diktatur entsteht. Also man bei der parlamentarischen Monarchie bleibt. Und wie der ein oder andere schon merkt, das Spiel fühlt sich vielleicht ein bisschen langatmig an, bis es halt endlich mal losgeht. Und es wird auch nach den ersten beiden Missionen, sag ich mal, erst besser, wenn du halt die Kontrolle übernimmst über deine eigene Linie oder Lens, wie es halt gesagt wird hier. Wenn du halt so einen Vierer-Mech-Trupp befehligst. Command Interface initiated. Weil ab da fängt das Spiel eigentlich erst wirklich an. Das Ganze ist in der Unity Engine gemacht, sieht aber dafür recht ordentlich aus. Auch wenn manche Mech-Texturen nicht ganz so geil aussehen. So, okay, Dr. Proof. So, wir machen Standard-4-Tests, halt um die Funktionalitäten des Mechs zu testen, beziehungsweise eigentlich um die Steuerung zu lernen. Es gibt nämlich die Möglichkeit, den zu bewegen. Das ist jetzt erstmal die Standardsache. Wir können aber schon sehen, dass wir den auch drehen können, theoretisch. Aber wir sollten erstmal laufen. Es gibt auch Sprint nachher, das werden wir jetzt nachher noch sehen. Und was eine Besonderheit ist hier, du hast eine Ausrichtung. Das ist übrigens eine Sache, die würde ich mir für... Ich weiß jetzt gar nicht, in XCOM gibt es das nicht. Das wäre aber eine weitere taktisches Element, wenn man bei XCOM wieder einführen würde, dass man die Truppen in eine Richtung dreht. Und die nicht einfach so einen Gesamtbereich abdecken. Ja, obwohl, jetzt überlege ich gerade, vielleicht bereue ich diese Aussage noch. Wir haben hier schon zwei Linien angezeigt. Da ist dann Kontakt, ob wir Feinde sehen können. Die inneren Kreise hier, das kann ich auch schon mal erwähnen, sind die unterschiedlichen Ranges. Also Short Range, Mid Range und Long Range, weil Waffen unterschiedliche Treffersicherheit haben auf unterschiedlichen Range. Zum Beispiel hier Range Standard, das ist halt Medium. Dann haben wir die AC2, Range Extreme, sollte also besser weiter weg sein der Gegner, damit wir gut treffen. Und die haben eine Hitzeentwicklung, also es wird natürlich auch darauf geachtet, dass Mechs nicht überhitzen. Denn wenn sie überhitzen, nehmen sie Schaden oder müssen sich abschalten. So, irgendwas läuft falsch in der Hauptstadt.
ist ganz schön leise geworden. Seit der Fenerel-Krönung. Hm. Übersetzungstechnisch bin ich gerade nicht so stark. So, aber er macht sich Sorgen über Lady Camiers Sicherheit. So, machen wir einen Waffentest. Da sehen wir unten rechts die Treffsicherheit. Da könnte man jetzt sagen, mein Gott, die ist aber hoch. Sie ist nur jetzt sehr hoch. Später ist es bedeutend wichtiger, was die Skills unseres Piloten sind, Positionierung und so weiter und so fort. Jetzt ist das wirklich so ein Easygoing für den Test. Und das war ein Alpha Strike. Wenn du alle Waffen nutzt, um Gegner zu töten, beziehungsweise mit allen Waffen feuerst, nennt sich das immer Alpha Strike. So, meine Guns scheint zu funktionieren. Alle Waffen sind okay. Jetzt kommt ein kleiner Panzer. Es gibt nämlich neben den Battle-Mechs auch letztendlich Fahrzeuge, die wir zerstören können. So, er hat Lady Arano also trainiert, seitdem sie 14 Jahre alt war. Sie kann naiv manchmal sein, aber ist ehrenvoll. Er hat keinen Zweifel daran, dass sie ein effizienter Führer ist. Es liegt an uns, ihre Sicherheit auf Cordia City zu gewährleisten. Es war einfacher, als sie noch in der Hauptstadt war, zusammen mit ihrem Cousin Victoria oder Cousine. Lady Victoria wurde nur für eine einzige Session bei ihm trainiert, beziehungsweise ein einziges Mal hat er die trainiert. Aber sie hat sich bereits in einen der stärksten Mech-Warrior gesetzt, die er jemals gesehen hat. Wenn ich das richtig verstehe. So, Targeting-Computer testen. Camille ist wie eine Tochter für mich. Jetzt greifen wir das Ziel im Wald an und Ziele im Wald bekommen einen Defense-Bonus. Was letztendlich bedeutet beim Target-Bunny, das können wir hier oben alles sehen, 25% Damage-Reduktion, wenn du im Wald stehst. Gegen Range-Attacks und gegen Attacken, die auf die Front wirken. Und dadurch, dass der im Cover ist, ja genau, hier haben wir nämlich das mit dem Guarded, ist ein Training-Target, ist einfacher zu treffen und ist anfällig gegen Nahkampfangriffe. Den werden wir jetzt aber auch mit unseren Range-Waffen zerstören, beziehungsweise versuchen wir, funktioniert nicht, weil doofe Ding ist im Wald. Victoria pulls no punches, but she's been a loyal companion to Kamea since they were kids. Aside from you, there's no one I'd rather have by my side in a fight. Hat sie jetzt übrigens gedreht. Vorne hat er nämlich ganz viel Panzerung. Das können wir hier oben nämlich sehen. Frontpanzerung 90, Centerpanzerung 75. Das sind diese zwei Linien. S steht für Struktur, A für Panzerung, Armor. Und jetzt schießen wir nämlich, das zeigt dieser rote Kreis an, genau in den Rücken von dem rein. Das freut den Mobs. Er hat schlecht geträumt. So, schöner Schuss. Ich weiß nicht genau, wie familiär bzw. wie ich mich auskenne mit der Oregon-Politik. Ja, weil jetzt der Vater ja von Kamea gestorben ist, der wurde ja ermordet. Braucht es einen langsamen Transfer der Macht. So. Jetzt sollen wir die Jump Jets aufwärmen. Ist auch ein taktisches Element. Kleinere Mechs können Jump Jets haben. Ich weiß gar nicht, ob größere Mechs wirklich. Also, ich habe einen Atlas noch nie mit einem Jump Jet gesehen. Oder eine Crab oder sowas.
Problem bei Jumpjets ist, das sehen wir links unten, die erzeugen halt relativ viel Hitze. Macht ja auch Sinn. Also irgendwelche Düsen auf dem Rücken zu zünden von einem Battlemech, nicht so geil. Jumpjets build a lot of heat. And that was more than your engine could handle. Head on into that water. We need to get you cooled off. Dafür haben wir übrigens so Heatsinks installiert. Und Heatsinks sind dafür da, unser System zu kühlen. Sehen übrigens, dass wir Strukturschaden genommen haben, nur durch die Überhitzung. Gott sei Dank kann man auf den Geländen, sowas wie Wasser nutzen, um sich abzukühlen. Wenn ich denn gerade das Ding berühren kann, was nicht funktioniert. Hallo? Ach so, wahrscheinlich, weil ich den... Genau. Weil ich das Infofenster offen habe, weil das nicht mehr funktioniert. Und im Wasser geht die Hitze sofort runter. So, das Jumpjet-System wurde beschädigt und kann nicht mehr repariert werden. So, wir haben keine Zeit, die Jets wieder einsetzen zu lassen, beziehungsweise ersetzen zu lassen. Jetzt werden wir den nächsten Mech mit einem Nahkampfangriff ausschalten. Dafür kann man entweder, es war glaube ich V, ja mit V kann man das nächste Ziel, was man für einen Nahkampf bekommen kann. Oder man läuft dahin und klickt das Ziel direkt an. Dann sehen wir da unten Melee Damage 40, 95% Trefferchance. Böp. Linke Arm ab und so weiter. Wer sich übrigens wundert, dass ich keine Ziele targete, das ist eine Spezialfähigkeit. Wirklich ein Ziel zu targeten ist entweder Spezialfähigkeit oder der feindliche Mech liegt auf dem Boden, weil ich den umgeschubst habe oder der an Stabilität verloren hat. Das ist nämlich die dritte Leiste, die beim Mech dabei ist. Das ist nämlich die Stabilitätsleiste, die wir hier sehen. Wir haben ja auch hier oben Struktur, Armor, Heat, Stabilität. Und hier das hier links ist übrigens die Reihenfolge, weil wir dran sind. Es sind immer fünf Stages, beziehungsweise fünf, wie soll man sagen, eine Reihenfolge von fünf. Und da werden unterschiedliche Mechs zugeordnet. Jetzt sollen wir übrigens raus aus dem Gebiet und machen mal uns auf den Weg. Das ist übrigens ein Sprint. Und nachdem du gesprint bist, kriegst du Evasive. Das ist, einen Punkt auf Ausweichen. Den verlierst du, wenn du beschossen wirst und nicht getroffen wirst. So, wir sind kampfbereit. An impressive display, Sir Raju. Of course, this mech warrior was a student of yours. I'd expect them to know their way around a cockpit. Ja. Return to Mastiff. Da ist übrigens mein Trainer drin. In dem Centurio. Den bin ich früher bei Mech Warrior Online auch lange gelaufen. Oder, nee, gefahren kannst du nicht sagen, ne? Du musst sagen, bei Mech, du bist gelaufen. Ist Lady Victoria auf diesem Kanal? Victoria Espinosa. Ja, aktuell bin ich das. Mein Vater hat mich zu den Picton-Docks geordert. Sie hat eine Flotteninspektion. Genau die richtige Arbeit für eine, ja, angesehene Tochter. Ich kenne das Gefühl, Cousine. Mal eben gucken. My best to your father and don't be late for the tourney.
Baldwords Cousine, but the only victory they'll be celebrate is mine. Ach, die reden über ihren Battletech und wie toll der ist. Und sie nimmt zwar den Thron, aber der Sieg wird ihr sein. Wir werden sehen, Cousine. Wir werden sehen. Ach, die machen sowas in einer Art wie einen Tournament. Beziehungsweise wie einen Wettkampf. Wir sind bereit zu gehen. Für die Krönung wird anscheinend traditionell ein Mechkampf ausgetragen. Beziehungsweise ein Mech-Warrior-Kampf. Und erinnere dich immer daran, was ich dir erzählt habe. Mission successful. So viel zur ersten Mission, so ein bisschen zusammenfassend ist es halt, ja, die Thronfolgerin, nachdem ihr Vater gestorben ist, wird gekrönt und hat dann eine Art Ritual, denke ich mal, dass sie mit ihrem eigenen Mech kämpfen muss gegen ihre Cousine. Und dann wird dabei gesehen, wer am würdigsten ist für den Thron. Nein, das ist entschieden. Das wird ja unsere Dame. Naja, in dem Sinne, das zur ersten Folge. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn ja, es heute auch noch weitergeht mit der zweiten, sag ich mal, Prolog-Mission. In dem Sinne, bis später, euer Imperator.